würde wirklich gerne nach Hause gehen. Okay, nach Hause. Das machen wir jetzt noch zum Schluss. Zum Abschied nochmal. Wir setzen uns nochmal auf den, an den Garten. Genießen unser wohlverdientes Ende. Das Weingut. Da spazieren wir jetzt nochmal hin. Drehen nochmal. Wir können auch ein paar Abschiedswort sagen. Das ist lang genug, hat uns das Display begeistert. Begeistert hat es noch. Begleitet. Da kann man hier noch ein bisschen sentimental werden. Nur ein bisschen reden. Ja. Wie schon gesagt, wir sehen uns in der Wirtschaft hier wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Machen. Deadlick. Nicht Deadlick. Ich bitte um Verzeihung. Deadlick ist bei mir drin, so viel Deadlick-Spiele wie ich spiele. CD Projekt Red natürlich. Deadlick hat dieses Meisterwerk natürlich nicht getan. Mehr verlange ich gar nicht. Wollen wir hier nicht den falschen Leuten Rosen schenken? CD Projekt Red. Also, wenn ihr eine Wertung von mir haben wollt, ich kann dem Spiel nichts Schlechteres als eine 100% Wertung geben. Ja, Punkt. Das ist. Auch wenn ich nur. Wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon erlebt habe. Durch das Auslassen der Nebenquests. Aber. Ja. Ich denke, wir sollten zum Schluss nochmal die gute alte. Hexerrüstung anziehen. Wie man es aus alten Tagen kennt. Wo haben wir die Hose? Haben wir sie schon verkauft? Das war eine schwache Rüstung, aber wir werden auch hier wahrscheinlich nicht mehr kämpfen müssen. Das sind hier Stiefel. So kennt man ihn. Den Geralt von Riva. Dies, gib das aus, fegt da drüben. So wollen wir ihn zum Ende bringen. Da brennt irgendwas im Horizont. Soll uns aber jetzt nicht mehr jucken. Ja, was gibt es noch zu sagen? Außer es war eine schöne Zeit. Wir werden in der Wirtschaft hier wieder eine großartige Zeit haben. Ich freue mich jetzt schon. Der weiße Wolf, höchstpersönlich. Auch wenn es noch lange dauern wird, bis das Spiel rauskommen wird. Danke fürs Zuschauen. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten.
Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Bevor wir etwas in dieser Sache unternehmen, Herr, sollte ich dich informieren, dass du bereits von jemandem erwartet wirst. Natürlich. Wer könnte das sein? Ich bitte um Verzeihung, aber ich weiß es nicht. Unser Gast hat mir keinen Namen genannt. Noch eine letzte Bitte, bevor du dich deinem Besuch widmest. Komm danach zu mir. Ich möchte dir gerne eine Führung durch das Anwesen geben. Das wohl sein könnte. Geralt, endlich! Okay. Rittersporn? Was zur Hölle machst du hier? Da habe ich aber wen anders erwartet. Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur ein Teil deiner Fantasie, weil du mich so vermisst. Ich habe dir ein Einweihungsgeschenk mitgebracht. Auch nur Fantasie. Wie gefällt es dir? Da habe ich wirklich wen anders erwartet. Du siehst sehr würdevoll aus und männlicher als im echten Leben. Wirklich? Die Künstlerin ist eine Freundin von mir. Womöglich sind ihr meine Schultern zu breit geraten. Sie hat es gewiss gut gemeint. Zweifellos. Aber habe ich dieses Bild nicht bei dir gesehen? Es ist eine perfekte Kopie und es gehört dir. Als Andenken an mich. Gut. Also Geralt, denk dran. An dich braucht man kein Andenken. Ich bin nicht hier. Als ich zuletzt in Toussaint war und mich zugegebenermaßen amüsiert habe, den vergisst man nicht so schnell. Ist meine liebe Anarietta, ich meine die Herzogin, sich dazu hinreißen, mich zum Tode zu verurteilen. Ich will natürlich vermeiden, dass sie sich wieder aufregt. Weise. Vor allem, da sie gerade einiges durchgemacht hat. Ich habe Gerüchte gehört, aber ich wollte es aus erster Hand erfahren. Hat es das Zeug zur Ballade? Und? Zeigst du mir die Gegend und erzählst mir alles? Klar, gehen wir. Ich hatte wen anders erwartet. Aber zum Glück haben Sianna und Anarietta sich versöhnt und Sianna hat ihre Pläne aufgegeben. Jetzt sitzt sie im Gefängnis und wartet auf ihr Urteil. Man erwartet, dass die Herzogin sie begnadigt. Es könnte freilich eine Weile dauern. Oh, was für eine Geschichte! Ich habe was verpasst, scheint mir. Oh, schade, dass ich nicht mit dir hergekommen bin. Ich hatte einfach daheim zu viel zu tun. Du wärst mein Ballast gewesen. Wie läuft der Laden? Habt ihr eure Taverne noch? Oder ist Zoltan zu anderen Abenteuern aufgebrochen? Du kennst ihn ja. Sobald er einen Humpen getrunken hat, schmiedet er Pläne. Aber es wird nie was draus. Wir sind also noch da. Neulich haben wir herausgefunden, dass der größte Weinimporteur von Novigrad ein Lügner und Betrüger ist. Er hat seine Weine gepanscht, aber so geschickt, dass man es nicht geschmeckt hat. Wie habt ihr es dann erfahren? Hat Geralt jetzt. Ich war eines Tages ernsthaft betrübt. Ich beschloss, meiner Laune mit einem Schlückchen auf die Sprünge zu helfen. Oder sagen wir, mit sehr vielen Schlückchen. Ich trank eine Flasche. Nichts. Noch eine. Vielleicht ein winziger Schwips. Vielleicht bist du einfach zu viel gewöhnt und all die harten Trainingsjahre haben sich ausgezahlt. Also bitte, ich fing erst nach 5 Flaschen an, doppelt zu sehen. Ich dachte, das läge an meinem seltsamen Tag. Ich habe es also am nächsten Tag nochmal ausprobiert und am Ergebnis hat sich nichts geändert. Ich sagte Zoltan Bescheid. Er versuchte es selbst und kam zum gleichen Resultat. Da stellten wir dem Importeur ein paar ernste Fragen. Schließlich gab er es zu. Gut, ein Zwerg, der hätte mir das auch so. Ich bot ihm an, es allen zu erzählen, falls ich keinen Rabatt bekomme. Wie geht es dir, alter Freund? Leider nicht sehr gut. Als du Novigrad damals verlassen hast, wurde Priscilla auf der Straße angegriffen. Dabei wurde sie schwer verletzt und hat lange gebraucht, um zu genesen. Jetzt geht es ihr zum Glück besser. Wovon sprichst du? Wer zum Teufel hat sie angegriffen? Ich suche noch nach dem Bastard, der ihr das angetan hat. Wenn ich ihn finde, wird er nicht nur seine Tat bereuen, sondern auch seine Geburt.
Es tut mir leid, Rittersporn. Es tut mir leid, dass ich nicht da war. Du hast deine eigenen Probleme und Prioritäten. Das war die erste, ich kann schlecht erwarten, dass du mir bei jedem Missgeschick zur Seite stehst. Außerdem ist es Priscilla, also muss ich mich darum kümmern. Willst du länger bleiben? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht eine Weile. Ich habe Beauclair immer geliebt. Der Ort ist für Poeten wie geschaffen. Was hast du hier vor? Die Stadt ist voll erfahrener Ritter, die alle wünschen, durch eine Ballade unsterblich zu werden. Stell dir vor, es ist schon einer zu mir gekommen, der seit Jahren gegen das Wetter kämpft. Mit Stürmen hat er ein Hühnchen zu rupfen, sagt er. Er kämpft gegen das Wetter? Wie denn das? Keine Ahnung. Er wollte es mir zur rechten Zeit zeigen. Ein anderer hat geschworen, den Berg zu versetzen, der seiner Siechenmutter die Sicht auf den Sonnenuntergang verstellt. Also versetzt er ihn, Stein für Stein. Seine einzige Sorge ist, dass seine Mutter vielleicht nicht mehr lebt, wenn er fertig ist. Du hast recht. Das ist erstklassiges Balladenmaterial. Ja. Schön, dass du da bist. Wir werden Geoforming ist ja also auch da. Terraforming. Terraforming ist hier wohl eine Sache. Bis dann, Rittersporn. Bis dann, Hexer. Berge versetzen. Tja, der Rittersporn. Meine Rücken. Was kann ich für dich tun, Herr? Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Boulius. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Das will ich mir jetzt noch angucken. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Sorry, dass ich unterbrechen muss. Aha. Sind es noch weitere Quests? Nebenquests. Ah, diese Nebenquest mache ich gerne. Das ist meine. Das ist eine Nebenquest, die mir gefällt. Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte und hat es dann auch erreicht.
Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Auf jeden Fall. Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Frauen und Fleisch. Schöner Brunnen, malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorats. Fantastisch. Monsieur Beaulieus' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Wenn ich nicht nach Rotwein riech, denkt mein Weib, ich bin es nicht. Jeden Tag dasselbe. Wein, Wein, wieder Wein. Wird doch wahnsinnig. Das Herzogtum ist klein, aber wer würde seine Weine nicht kennen? Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Bullius wurde hier Wein gelagert. Aber Baron Rossell bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die... Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Und? Was haben wir davon?
Wucke komm, das war's auch schon. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Ah. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Rittersporn ist noch hier. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Im Haus, das Gelände soll verschönert werden. Ich spreche später darüber. Ich würde jetzt gerne über was anderes reden. Ja, warum nicht das Haus? Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. 2 Tage? Wow. Das sind wohl polnische Arbeiter. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich meine... Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompayi hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Alles klar. Gut. Bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Wow. Brauchst du sonst noch etwas? Schnelle Arbeiter. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden.
Brauchst du sonst noch etwas? Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich will heute nicht über Renovierungsarbeiten sprechen, sondern etwas anderes fragen. Ich beantworte gerne alle Fragen, Herr. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Okay. Drei Tage warten. Das kriegen wir hin, wenn wir ein bisschen meditieren. Machen wir also noch ein paar letzte Quests. Kleine, du trägst jetzt meinen Ring. Wird schon fleißig gearbeitet. Rosi! Drei Tage später. Das ist das Geschenk von dem von Regis. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit fort von Toussaint. Und du hast meinen Mutagen-Narrator gefunden. Du kannst das Instrument natürlich nennen, wie du willst. Vielleicht etwas inhaltlich oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass dein Wissen über Mutagene das meine bei weitem übersteigt. Ich habe in meiner Freizeit an diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig und ich bin von seiner Funktionstüchtigkeit überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat. Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert der Muttergenerator Muttergene. Absorbiert die elektromagnetischen Energiewellen von Körpern, in diesem Fall den Körpern der Monster, Bösewichte, die du tötest. Und wenn er hinreichend aufgeladen ist, wandelt er die Energie in einen großen Mutagen, für das zweifellos gute Verwendung haben musst. Leider bin ich Amateur, daher musst du mir vergeben, dass ich der Betrieb der Apparatur nicht stören lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass es sich den Farben meistens abwechseln. Gewiss findest du mein Geschenk nützlich. Dein angebener Freund, Emil Regis Rolerik, Terzivek Guderfreu. Langer Name. PS, du magst dich fragen, warum ich in den Muttergenerator einfach bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu überreichen. Nun, das tat ich aus Bescheidenheit. Das glaubst du nicht. Und es gut geht. Möge meine Geschenke dir nützen. Thank you.